Dann darf ich euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen hier zur Kids Club Pressekonferenz. Leider muss ich euch sagen, ich habe ja angekündigt, den David Trinkberger, der sitzt hier, und den Herbert Hohenberger, der ist leider heute noch krank geworden. Der musste dann nach Hause, aber trotz alledem, ich glaube, David, wir nehmen uns jetzt gleich mal so ein paar Minütchen hier Zeit, um eure Fragen zu beantworten. Wer hat denn schon richtig Bock auf Playoffs jetzt? Ja, guck mal. Wer ist denn schon sicher dabei am kommenden Freitag? Ja, guck mal. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ne? Guck mal. David, was macht das mit dir, dass du schon siehst, dass hier diese Euphorie, dass sie auch schon bei den ganz, ganz Kleinen angekommen ist? Ja, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Bei mir war das ähnlich. Ich habe ja in Landshut Eishockey spielen gelernt, ja, auch in derselben Liga wie wir, und da war das genauso. Also, ja, ich finde es gut, dass der Nachwuchs so begeistert ist oder wir den Nachwuchs so begeistern können, sagen wir es mal so. Ja, ja. Für dich natürlich jetzt das Jahr, ne, so du, wir haben jetzt zum zweiten Jahr bist du hier in Krefeld, hast jetzt ja auch so ein bisschen hier den Kids Club, die Kinder, die sind ja viel im Kidsblock auch da, wo ihr rauskommt. Mhm. Wie besonders ist es, sag mal, du kannst dich selber noch daran erinnern, als Kind selber in Landshut Eishockey geguckt zu haben und jetzt halt auf der großen Bühne sozusagen zu sein. Wie bewegt bist du, sag ich jetzt einfach mal, wenn du tatsächlich dann an den Kindern vorbei aufs Eis treten darfst? Ja, große Ehre natürlich, auch gerade mit dem Pinguin vorne drauf. Ist ein großer Verein, und dass man den so repräsentieren darf, auch vor euch immer, ist ja schon toll. Und ich hoffe, dass viele von euch dann auch eben den weiteren Karriereweg Eishockey irgendwie wählen und dem Sport erhalten bleiben oder noch anfangen oder je nachdem. Aber ja, also wie gesagt, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Bei mir war das genauso. Ich habe auch immer von der Tribüne aus zugejubelt und jetzt stehe ich selber unten. Also. Jetzt sehe ich hier, du hast gerade ja schon mal so ein bisschen hier Smalltalk gehalten. Wer von euch war denn schon mal hier in Krefeld auf dem Eis? Wer ist denn schon mal Eis gelaufen hier? Ja, also auch noch nicht alle, ne? So was würdest du als Tipp so geben, wenn man anfängt, Eishockey nicht zu spielen, aber Eis zu laufen? Das ist der erste Schritt, den zu machen. Wie macht man es am besten? Ja, also bei mir war es ja so, ganz lustige Geschichte eigentlich. Meine Mutter wollte ja, dass ich Eislaufen lerne. Das war jetzt nicht auf Eishockey bezogen, sondern nur Schlittschuhlaufen. Und ich habe mich selber so geärgert, wenn ich auf den Hintern gefallen bin. Also wirklich aufs Eis geklopft. Und sie hat dann irgendwann keinen Nerv mehr gehabt, das weiter zu unterstützen, und hat gesagt, so, du gehst in die Laufschule, Kind, ich mach das nicht mehr mit dir. Und das waren dann so die Anfänge von mir, wo ich dann, sag ich mal, die Größeren schon beim Training dann immer gesehen habe, und so ging es dann bei mir los. Aber ja, ich glaube, im Vordergrund sollte halt immer der Spaß stehen. Also es sollte dann kein Zwang sein, und dann, je älter ihr werdet, desto mehr Disziplin es erfordert. Aber, und auch, sag ich mal, Durchhaltevermögen, was natürlich ein langer Weg ist. Aber letztendlich, würde ich sagen, Spaß im Vordergrund, und ihr solltet, sag ich mal, heiß aufs Eis sein, und das ist das Wichtigste. Und dann, sag ich mal, kommt der Rest von selber. Ja. Was ist so deine erste Eishockey-Erinnerung, die du hast? Wo warst du, wie alt warst du da, als du da das erste Mal auf dem Eis gestanden hast? Boah, ich glaube, ich habe Schlittschuhlaufen mit, ich würde sagen, 4 oder 5. Mhm. Und ich habe dann letztendlich beim EVL angefangen, damals bei den ganz Kleinen mit 6. Ja. Also schon eine Zeit her, und meine erste Erinnerung war, das war, glaube ich, das erste, es war ein Vorbereitungsspiel damals von den Profis, und ich habe halt als kleiner Knirps da auch dann zugeguckt, und ich habe dann meine Mama angeschaut und habe gesagt, so, das will ich auch machen, und so ging es dann bei mir los letztendlich. Ja, also es war eigentlich gar nicht so eingeplant. Ich war früher im Fußball und im Handball aktiv und kam dann eben eigentlich durch Zufall, wie gesagt, eher dahin. Ja.
Bei mir war es, meine erste Erinnerung war tatsächlich, als ich einen Schläger in die Hand bekommen habe damals. Weil ich war nämlich auch immer am Arsch gefallen, immer geärgert. Und dann irgendwann hat der ein kanadische Mitspieler von meinem Vater damals gesagt, gib dem mal einen Schläger in die Hand. Meine Mutter, das bringt doch nichts. Schläger in die Hand, das ist doch... Yeah. Ja, und auf einmal Schläger in die Hand, zack, 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 ging dann. Okay, da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern, als der Doug Morton war es damals, der Spieler. Und das war schon sehr, sehr, sehr lustig. Für mich damals. Cool. Der Christian, der hier an der Seite steht, der hat ja das Mikrofon in der Hand. So, eine Kids-Club-Pressekonferenz ist natürlich nichts ohne eure Fragen. Und ich sehe, hier vorne haben wir uns ja auch schon mal sehr gut vorbereitet. Ist besser vorbereitet als die Presse. Ja, sehr gut. Da würde ich nämlich jetzt einfach mal vorschlagen, wer eine Frage hat, der darf natürlich gerne einmal die Hand heben. Aber ich würde dir schon mal den Vorzug lassen. Kannst einmal dann deinen Namen sagen und dann einmal kurz deine Frage stellen. Soll ich das sagen? Ja, gerne. Also ich bin Jakob und ich habe eine Frage. Wie kommst du auf die Nummer 27 oder wurde dir die einfach zugeteilt? Ja, ich hatte im Laufe meiner Karriere viele Nummern. Also ich habe, glaube ich, angefangen mit der Nummer 21. Dann waren die aber irgendwann mal vergeben, weil ein älterer Spieler die hatte, weil du bist ja immer 2 Jahre im selben Team und dann kommst du ein Team weiter sozusagen. Dann hatte einer der älteren Spieler die. Dann bin ich auf die Nummer 17, die war dann auch irgendwann schon vergeben und dann bin ich auf die Nummer 27 ausgewichen und die ist mir dann eigentlich immer erhalten geblieben, wobei ich dann auch teilweise ausweichen musste, weil die Nummer belegt war oder ich hatte auch zum Beispiel in den USA gespielt für eine Zeit, da war die Nummer auch nicht immer frei. Da hatte ich dann mal die Nummer 5, mal die Nummer 3, mal die Nummer 33, dann mal die Nummer 37 und jetzt bin ich froh, dass ich in Krefeld und auch in allen meinen anderen Stationen in Deutschland bisher die Nummer 27 spielen durfte. Danke. Bitte. Habt ihr einen Kabinen-DJ und wenn, wer ist das? Wir haben ein paar Leute, die sich immer abwechseln, aber der Fischi ist oft am DJ-Pult, der Ronny, Jerome Flake, manchmal auch der Weissi als Kapitän. Die drei, glaube ich, würden mir jetzt so einfallen. Oder der Leon, Leon Niederberger, der ist auch... Ich wollte gerade sagen, kurze Zwischenfrage. Fischi und Leon sitzen zusammen, also nebeneinander. Wie groß ist Leons Einfluss auf Fischi, wenn er die Playlist macht? Ein Herz, eine Seele, würde ich jetzt mal sagen. Nee, schöne Bromance auf alle Fälle. Ja. Okay. Danke, Jakob. So. Habt ihr Fragen noch? Da... Einmal hier vorne die junge Dame, die Chiara. Ich heiße Chiara. Ja. Und Chiara, was zu fragen? Habt ihr Glücksbringer? Habt ihr Glücksbringer? Glücksbringer. Ja, ich glaube, jeder hat so sein eigenes Ding. Also manche Leute haben es tatsächlich mit dabei und manche Leute haben es vielleicht im Portemonnaie, aber ich würde sagen, ein Großteil hat bestimmt was. Ich persönlich habe jetzt nicht den einen Glücksbringer, den ich immer überall dabei habe, aber ich würde sagen, ich habe so eher meine Routine, die mich dann vorbereitet. Aber Glücksbringer gibt es auch viele, ja. Habt ihr denn ein spezielles Ritual, irgendein Lied, was ihr vor dem Spiel immer hört oder ist es abhängig von dem DJ, der das... Die Playlist ist tatsächlich immer dieselbe, also das sind immer dieselben Lieder. Die Routine an sich, glaube ich, unterscheidet sich sehr, sehr stark vom Spieler zu Spieler, also das ist sowieso klar. Aber da macht dann jeder, zieht sein eigenes Ding durch, solange er dann ready ist, wenn die Scheibe eingeworfen wird, ist alles gut. Soll ruhig jeder machen, was er will. Ich sag, so eine Torwartvorbereitung möchte man ja auch nicht unbedingt. Sie haben ganz die sind speziell, sagen wir es so. Wir hatten hier vorne, also 1, 2, 3, wir haben hier vorne mit dem gelben Pulli. Das würde mich doch mal interessieren. Keine Angst haben. Dann nimm dir noch mal eine Sekunde Zeit, dann kannst du das Mikrofon einmal weitergeben hier in die letzte Reihe und dann kommen wir gleich noch mal zu deiner Frage.
Wie lange spielst du schon in Krefeld? Das ist jetzt meine zweite Saison. Okay. Also insgesamt 2 Jahre jetzt. Ja. Ja. Genau. Welche, hast du einen Lieblingsort hier jetzt inzwischen gefunden? Ja, ich helfe ehrenamtlich im Tierheim. Ich führe dort Hunde aus und deswegen würde ich sagen Tierheim Krefeld. Wie ist denn die Route? Und wie viele Hunde hast du auf einmal jemals mitgenommen? Was ist so dein Bestscore? Also ich darf immer nur einen tatsächlich. Ach, yeah. Weil es gibt dort Hunde, die sich vielleicht jetzt nicht unbedingt mit anderen verstehen oder ja. Gerade wegen der Organisation ist es einfacher, wenn dann jeder seinen eigenen nimmt. Aber ich hatte schon viele, also einige wurden auch vermittelt, was ja immer dann schön ist. Und Route hast du angesprochen, immer unterschiedlich, aber da ist so ein recht weitläufiges Naturschutzgebiet und mit vielen verschiedenen Baden und Wegen. Ja. Und da kann man sich eigentlich auch Stunden aufhalten, wenn man will. Also ja. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe oder vielleicht hat der Hund auch nicht so Lust. Das muss man dann auch immer respektieren, sage ich mal. Aber ja, immer unterschiedlich. Dann einmal hier vorne. Ich bin Richard und ich wollte fragen, wenn das so ist, wenn man mal im Spiel so eine wirklich eine entscheidende Torchance hat, rein theoretisch, und man vergibt die und man hört die Fans so richtig, wie sie halt so enttäuscht sind, ob man da nach dem Spiel noch so richtig drüber nachdenkt, was man da besser machen hätte können oder auch als Verteidiger, wenn man jetzt eine Chance rein theoretisch irgendwie einfach verhindern hätte können, aber es irgendwie nicht getan hat, ob man dann noch später drüber nachdenkt? Ja, gute Frage tatsächlich. Also ich persönlich schaue mir all meine Wechsel immer wieder an. Wir haben da ein recht gutes Programm, wo du quasi all deine Eiszeit dann immer auch wieder abrufen kannst. Wir haben natürlich auch dann Teamvideo, da wird das meistens auch nochmal analysiert, gerade Gegentore ist so ein Faktor. Und klar, du gehst dann das alles dann irgendwie im Kopf nochmal durch, da rattert es dann. Also ich zum Beispiel, ich schlafe nach Spielen sehr, sehr schlecht wegen dem Adrenalin und weil du einfach aufgepusht bist. Das heißt, ich liege dann oftmals noch im Bett und gehe dann so einzelne Situationen durch nochmal und da kommt sowas auch immer dann nochmal auf, wo du dann denkst, Mensch, hätte ich bloß links oder rechts vorbeigeschossen, anstatt den angeschossen oder den Torwart angeschossen. Aber ich glaube, das gehört dann dazu, dass du das eben nochmal aufarbeitest persönlich und dass du halt versuchst dann, wenn du dieselbe Situation nochmal erlebst, dass du es besser machst. Hier ganz vorne mit den Handschuhen. Da ist einer sehr, sehr gut vorbereitet, oder? Ausgerüstet, ja. Hat jeder Pinguinspieler ein Krefeld-Pinguin-Auto? Nicht jeder tatsächlich. Also es gibt wie viel? Boah. Drei? Ja, so ungefähr. Die haben ja eigenes. Ja, wo hast du die gesehen? Hier vor der Halle? Ja, da stehen immer welche rum also, eigentlich. Genau, für die Pinguin-Autos. Aber nicht jeder, ne? Aber die meisten. Ja. Okay. Ja. Wie schnell fahren die so? Ich habe tatsächlich keins, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe mein eigenes, aber... Ich denke mal, allzu schnell sollten sie nicht fahren, weil das nein. Sind ja Vereinswegen, also man sollte da schon pfleglich mit umgehen. Ist es für dich halt, weil ich kann mich erinnern, hier kommen, oder ich weiß, dass hier regelmäßig auch Bilder reinkommen aus, weiß ich jetzt nicht, aus Heilbronn oder so, wo dann immer mal wieder gefragt wird, hey, ich bin gerade auf dem Weg nach XY, welcher Spieler ist das vor mir? Ist es für dich angenehm eigentlich zu wissen, dass du anonym über die Autobahn fahren kannst? Ja, habe ich mir jetzt tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, aber ja, bei mir war es halt situationsbedingt so, dass ich mein eigenes Auto hatte, deswegen. Aber ja, das stimmt, das passiert schon auch manchmal, oder? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Du hattest noch eine. Ja, dann der Jakob nochmal. Bist du oder halt auch andere aus der Mannschaft. Seid ihr vor Playoffs-Spielen aufgeregter als vor normalen Spielen oder ist das einfach egal? Ja, durchaus. Wenn ich zurückdenke, letztes Jahr Spiel 7 hier zu Hause gegen Dresden war schon von der Anspannung her anders. Also ich glaube, die Nervosität bleibt dir deine ganze Karriere erhalten, was aber gut ist, weil dein Körper dann natürlich weiß, so jetzt geht's gleich auf und sobald du am Eis bist, legt sich das dann auch alles wieder, weil alles vertraut ist und der ganze Rhythmus und so vertraut ist. Aber gerade kurz bevor es losgeht und
gerade wenn du dann rausläufst und 8000 Leute auf einmal aufstehen, das ist schon ein anderes Gefühl, ja. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass du dann in dem Fall diese Nervosität in positive Energie umwandelst. Und wir haben ja, bei uns sind alle Profi genug, dass sie das, glaube ich, hinkriegen. Zumindest meistens. Kommt ihr zu Heimspielen mit euren eigenen Autos oder mit dem Mannschaftsbus? Bei Heimspielen immer mit den eigenen Autos. Okay. Bei Auswärtsfahrten immer mit dem Mannschaftsbus. Wie ist denn das so, in den Mannschaftsbus zu steigen? Wer habt ihr da eure feste Sitzordnung und neben wem darfst du sitzen? Ich sitze tatsächlich mit der jüngeren Garde zusammen. Also Kevin Nieden sitzt gegenüber von mir und dann entweder der Matthias Bittner oder der Julius Schulte, je nachdem wer mitfährt. Und dann sitzt neben mir der Maxi Leitner. Und gegenüber von mir sitzt der Maxi Söll und der Lukas Wagner. Aber habt ihr Vierersitze oder wie sind die aufgeteilt? Das ist jetzt hinten im Bus, da gibt es Vierersitze, wobei da gibt es keine Tische. Das heißt, wir können uns da hinlegen, das ist ganz entspannt. Wir haben ja sehr weite Auswärtsfahrten, da schlafen eigentlich die Spieler eine Zeit meistens dann oder am Nachmittag noch mal kurz, dass man sich aufs Spiel vorbereiten kann und da kann man sich eigentlich ganz gut hinlegen bei unserem Bus. Ja. Da gibt es auch die Schlafsitze. Also wir sind da schon ganz gut ausgerüstet, ausgestattet. Das wäre doch was für einen Schulbus, oder? Nochmal eine halbe Stunde sich vor der Schule hinlegen, da in den Bus. Dann hier vorne noch einmal. Einmal das Mikrofon, dann hören wir dich auch besser. Also, meine Schule ist schon mal mit dem Krefelder Bus gefahren ins Umweltzentrum. Echt, ja? Ja. Und wie war's? Also gut. Und der Fahrer vom Bus hat mir auch gesehen, dass ich auf dem Platz vom Mannschaftskapitän saß. Ah, okay. Obwohl ich es gar nicht gemerkt habe. Okay. Schaut dann doch gleich aus, gell, wie die anderen auch. Alex Weiß hat auch noch deine Frisur gehabt letztes Jahr. Also insofern, das stimmt, ja. Das passt, ja. Auch ein bisschen was gemacht. Du hast noch eine Frage, oder? Ja, genau, hier vorne. Was war bis jetzt dein härtester Gegner, gegen den du gespielt hast? Insgesamt oder diese Saison? Diese Saison. Ich glaube, wir hatten viele schwere Spiele. Schwer jetzt da einen rauszupicken, aber ich glaube gerade immer die Spiele gegen zum Beispiel jetzt Kassel sind schwierig. Oder Bad Nauheim sind halt immer Derbys irgendwo auch für uns. Oder ja, Derbys, die nächsten Gegner, wo, sag ich mal, viele Fans dann auch da sind. Aber ich glaube, dieses Jahr speziell, gerade wie ausgeglichen die Liga war, gab es jetzt keinen Gegner, wo wir gesagt haben, heute wird es einfach. Also das überhaupt nicht. Also man hat sich schon auf jeden Gegner irgendwo einstellen müssen, weil sonst hat man verloren. Dankeschön. Wie bitte. Und war generell, weil du hast ja gerade auch schon mal gesagt, dass du in den USA gespielt hast, so war das da schwerer oder wie schätzt du das ein? Ja, das Eishockey an sich war halt anders. Das war durch das, dass die Eisfläche kleiner ist, körperbetonter, sag ich mal, aber du hattest nicht so viel Zeit, um Plays zu machen. Also es war halt, sag ich mal, ein anderer Spielstil letztendlich, aber ja, das ist irgendwo eine Gewöhnungssache dann, glaube ich. Ja. Also. Wusstet ihr das, dass in Nordamerika ist das Eis hat eine andere Form als hier? Da ist es ein bisschen schmaler und ein bisschen länger, glaube ich, auch sogar. Ne? Nee, länger nicht. Länge ist dieselbe, Breite ist geringer. Also, ist ein bisschen geringer. Das heißt, wenn der David sich in Nordamerika so hinstellt, dann kommt er von Bande zu Bande. Ja. Für mich also war es natürlich in manchen Situationen vom Vorteil, das stimmt, ja. Ich kann wurde einmal vorgestellt mit Zdeno Chara, vielleicht kennt ihr den auch noch, der ist so relativ alt jetzt gewesen noch zum Schluss, aber der ist auch über 2 Meter auf Schlittschuhen, glaube ich, 2,20 Meter gewesen. Ja. Und der hat halt in der NHL gespielt und mein Gott, war das schwer, an dem vorbeizukommen, also das war auf jeden Fall hart. Ja. Hier vorne haben wir noch eine Frage vom Richard wieder. Wenn du jetzt ein schlechtes Spiel hast oder so, sagst du dann eher, komm, ich spiele heute gar nicht mehr und lass jemand anderen spielen? Oder wenn du sagst, so, komm, ich probiere es nochmal, aber ich kann nicht garantieren, dass ich meine Leistung abrufe? Was ist so deine Meinung? Also ich spiele dann, wenn mich der Trainer einsetzt. Wenn der Trainer sagt, ich spiele nicht mehr, dann habe ich es wahrscheinlich verdient. Aber
Ich glaube, es geht gar nicht immer darum, ob du bis zu dem Punkt, wo du sowas realisierst, schlecht gespielt hast, sondern dann, was du aus dem Spiel noch draus machst. Weil du wirst in jedem Spiel schlechte Wechsel haben und es wird auch vielleicht mal ein Fehler passieren, der vielleicht auch mal zum Gegentor führt. Aber es ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, wie du damit umgehst und wie dann deine Antwort drauf ist. Weil natürlich kannst du dann sagen, blöd gelaufen, heute ein blödes Spiel, ich will nicht mehr eingesetzt werden. Oder du sagst halt, ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich wieder rausgehe und dass ich das Ganze gut mache. Und das ist, glaube ich, das, was auch der Trainer letztendlich vom Spieler sehen will, ist so, wie ist die Antwort, sag ich mal, auf jetzt einen schlechten Wechsel oder ein schlechtes Play. Okay. Ja. Hinterm Richard bricht die Welt gerade zusammen. aber auch das ist ein Zeichen für einen guten Profi. Egal, was hinter dir passiert, erstmal auf die Sache konzentrieren. Nein, kleine Klecker. Ich hatte, glaube ich, noch da hinten, stimmt, da war noch mal eine Frage. Also ich habe noch eine Frage. Ist das gleiche Gefühl, wenn man gewinnt oder verliert? Oder ist das Gefühl einfach gleich? Also Gefühl ist deutlich anders, weil es viel, viel schöner ist zu gewinnen als zu verlieren. Und ich meine, du gehst ja in jedes Spiel rein oder wir als Spieler, wir wollen ja jedes Spiel gewinnen. Und wenn du verlierst, dann ist ja irgendwie offensichtlich was nicht richtig gelaufen. Und letztendlich musst du dir das halt als Spieler dann auch selber ankreiden lassen. Aber ja, Gefühl ist ganz anders. Also Tag und Nacht, wenn du so willst. Dann ist gern. Ansonsten ist da, glaube ich, die Frage wieder eingefallen. Dann. Wie fühlst du dich denn, wenn du verloren hast oder gewonnen hast? Also wenn ich gewonnen habe, dann bin ich natürlich schon glücklich. Auf alle Fälle. Und wenn ich verloren habe, dann will ich natürlich wissen, woran es gelegen hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich immer auch meine Spiele dann nochmal aufarbeite. Und dann werde ich halt am nächsten Tag, wenn ich dann meine ganze Videoanalyse mache, dann auch wissen, woran es gelegen hat. Oder auch als Mannschaft, wenn wir uns das Spiel dann nochmal angucken. Es gibt ja immer auch so verschieden, wenn man verliert. Ne? Ich sag mal, manche sind ruhiger, manche sind aufbraust. Wer ist denn bei euch derjenige, der am ehesten den Mülleimer wegtreten würde, sag ich jetzt mal so, wenn er in die Kabine kommt? Und im Gegenzug, wer ist eher der sich dann in seine Ecke verzieht und sagt, komm, ich arbeite erstmal für mich auf? Also ich sag mal, Weißi kann schon auch lauter werden. Was ja auch gut ist, weil er natürlich Kapitänsamt uns aufs Eis führt und da braucht es auch mal einen, der auf den Tisch klopft. Ich glaube, Fischi ist auch ein Typ, der dann seine Frustration äußert. Ich würde sagen, ich bin eigentlich eher ja, der ruhigere Typ dann nach so Niederlagen oder auch der Sölli oder auch ja, der Rifi eigentlich. Also, ja. Das sind jetzt gerade die mir einfallen, weil die neben mir sitzen und wir sind eigentlich dann recht ruhig und ja, gerade in dem Moment kann man es ja eh nicht mehr ändern, dann denke ich mir immer, gut, jetzt muss ich nach vorne schauen irgendwo, aber das sind so die mir jetzt einfallen, auf die Schnelle. Wie gehen die Torhüter denn damit um? So, du hast halt, weil ich glaube, Felix habe ich in dieser Saison nur original einmal aufgeregt gesehen. Ja. Und ich glaube, bei Matthias und beim Julius, eigentlich sagt man noch, dass die Torhüter einen an der Waffel haben. Aber irgendwie bei den dreien scheint es fast so zu sein, als wenn die relativ ausgeglichen sind, oder? Ja, würde ich auch sagen, grundsätzlich. Aber ich muss auch sagen, für mich ist der Torhüter mit die wichtigste Position bei uns in der Mannschaft. Und deswegen will ich da so wenig wie möglich behindern, jetzt gerade am Spieltag. Ja. Also ich versuche, den möglichst die Ruhe zu lassen. Und wenn mich der Torhüter anspricht, dann antworte ich natürlich. Aber wenn nicht, dann lasse ich ihm seinen Freiraum. Also weil wie gesagt, der hat mit den härtesten Job bei uns oder den härtesten Job. Und den muss er jedes Mal gewissenhaft erledigen. Und deswegen soll er da ruhig seine Zeit und seine Ruhe haben. Ja. Ja, machen wir einmal nochmal hier hinten und dann nochmal den Jakob hier vorne. Also jetzt kriegt der Christian nochmal ein bisschen Laufgeld.
Also, wenn, weil es gibt ja die Coca-Cola-Bühne und die macht ja immer so, die singt und so. Was findet ihr eigentlich besser? Also regt ihr euch, also nicht aufregen, also seid ihr aufgeregt, wenn die auch singen oder einfach auch nur so? Oder findet ihr auch besser, wenn die gar nicht singen? Also gar nicht finde ich nicht gut, aber das ist ja zum Glück nie der Fall. Ich muss sagen, wenn du dann wirklich so fokussiert auf dein Spiel bist, dann kriegst du es oft auch nur am Rande mit. Klar, wenn ein Tor fällt und wenn es lauter wird, diese Emotionen schon. Aber jetzt, was einzeln geschrien wird oder so, nicht, weil du bist halt wirklich so fokussiert auf das Spiel, dass es da oftmals einfach ausgeblendet wird. Aber klar, es hilft uns natürlich, wenn Emotionen transferiert werden. Also wenn die Leute lauter werden, wenn wir jetzt länger Puckbesitz haben oder wenn wir eine große Chance haben oder wenn wir, weiß ich nicht, ein Tor schießen und es jubelt keiner, das wäre sehr, sehr schade. Deswegen, das gehört, glaube ich, aber auch zum Sport insgesamt dazu. Das ist ja das Schöne, dass es die Massen begeistern kann. Und deswegen hoffe ich, dass das auch weiterhin so bleibt und gehe auch schwer davon aus. Genau. Was sind denn die meisten Zuschauer, von denen du jemals gespielt hast? Also ich habe ja das Privileg gehabt, bei der U20-WM mal Deutschland zu repräsentieren. Und da waren, ich glaube, an die 20.000 in der Halle. In Kanada war das dann, ne? Ja, da sind die für die Juniorenspiele auch immer sehr, sehr motiviert. Ja. Einmal der Jakob hier vorne noch. Ihr habt ja eine Spielekonsole, also eine Playstation, im Habt ihr einen Mannschaftsbus? Spielst du da auch manchmal auf weiten Fahrten drauf oder bist du eigentlich eher so der Ruhige, der auf seinem Platz sitzt und nichts macht? Ich bin der Ruhige, der auf seinem Platz sitzt oder am Boden liegt, aber die Jungs benutzen das schon hin und wieder. Auch nicht jede Fahrt, kommt immer drauf an. Nach dem Spiel bist du dann vielleicht auch müde oder so und die Jungs wollen sich hinlegen, aber kommt schon auch vor, dass sie dann spielen. Also viel NHL zum Beispiel, auch FIFA, Fußball, je nachdem. Ein paar Spiele haben sie runtergeladen, glaube ich, soweit ich weiß. Aber bin ich nicht so drin, da weiß ich nicht. Wer ist denn da der NHL-König von den Jungs? Kevin Needens. Kevin Needens, ja. So, hier vorne in der zweiten Reihe haben wir auch noch mal eine Frage. Wie schafft ihr es, noch zu trainieren, wenn ihr jeden zweiten Tag ein Spiel habt? Das ist eine sehr gute Frage. Unser Trainingspensum wird immer dann angepasst, je nachdem, wie viele Spiele wir haben. Je mehr Spiele wir haben, desto weniger trainieren wir und desto kürzer werden unsere Einheiten, unsere Trainingseinheiten. Je weniger Spiele wir haben, wenn wir jetzt, sagen wir mal, am Sonntag spielen und dann erst wieder am Freitag, dann haben wir eine ganz normale Trainingswoche. Montag ist dann unser freier Tag. Dann trainieren wir ab Dienstag bis eben Freitag noch in der Früh meistens, es sei denn, es ist jetzt ein längeres Auswärtsspiel. Aber ja, so läuft es meistens ab. Also unser Coach passt es dann an, dass wir dann zusätzlich unsere Kräfte schonen können bis zum nächsten Spiel. Einmal wieder hier den jungen Herrn mit dem gelben Pulli. Wie hast du viele Tore geschossen? Ja, viele Tore habe ich noch nicht geschossen tatsächlich. Weil ich bin ja Verteidiger und ein defensiver Verteidiger, also mein Job ist eher, Tore zu verhindern. Also für den KFV habe ich jetzt noch nicht allzu viele Tore geschossen, aber ich gebe natürlich immer mein Bestes, dass es jedes Spiel klappt. Aber so oft konnte ich mich dann über mein eigenes Tor noch nicht freuen. Wobei ich muss sagen, ich freue mich über die Tore meiner Mitspieler fast noch mehr. Wie viele hast du jetzt geschossen dieses Jahr? Ich kann mich auch an das eine Tor. Ey, aber das war ich original. Das war ja ein Pass ins Slot und dann auf die Fangerseite, ne? Ja, wo ich noch gesehen, hey, das war gut von Trinki. Also ja, das ist selten, aber wie du schon sagst, deine Qualitäten sind ja tatsächlich eher hinten dann in der Verteidigung. Also ich sag mal, eins pro Jahr kriege ich meistens hin, aber mehr kann man dann auch nicht erwarten. Nee, Spaß, aber ich ist jetzt teamintern auch nicht mein Job. Also, aber ja, ich gebe trotzdem alles, das natürlich. Wie wichtig ist den Jungs, die Tore und Punkte sammeln, wie wichtig ist denen der goldene Helm? Ist das so eine Sache, die parallel, habe ich halt, oder stecheln die sich da in der Kabine hin und wir schauen mal mit an? Nee, gar nicht eigentlich, was irgendwie auch für den Charakter der Mannschaft spricht, weil ich glaube, dass bei uns jeder dem anderen vergönnt. Ja.
der den hat, hat ihn, aber wenn es dann wechselt, dann sind die Jungs jetzt auch nicht sauer oder so. Also das, ja, das ist ganz normal. Also das muss ich sagen, das habe ich hier zum Glück noch nicht erlebt, dass, sag ich mal, die Spieler da aufeinander neidisch sind oder sagen, hey, der hat das nicht verdient oder so. Weil das, wie gesagt, wird für einen schlechten Charakter sprechen und das habe ich hier zum Glück noch nicht erlebt. Hast du denn schon mal, das wisst ihr vielleicht nicht, da kannst du gleich ein bisschen zu erklären, vielleicht hast du denn schon mal den Wikingerhelm gewonnen zumindest? Was ist der Wikingerhelm und das kannst du einmal kurz erklären und hast du den schon mal gewonnen? Wikingerhelm ist, jedes Spiel wird nach jedem Sieg, Sieg wird intern der beste Spieler des Spiels unserer Mannschaft quasi von dem letzten Gewinner ausgezeichnet mit dem Wikingerhelm und den darf er dann aufsetzen und der muss dann vor versammelter Mannschaft auch noch ein paar Worte sagen. Der wird dann quasi immer so wie so eine vereinsinterne Trophäe, würde ich jetzt mal sagen, weitergereicht. Und ist eigentlich eine ganz coole Tradition, machen die meisten Teams. Ich hatte ihn tatsächlich letztes Jahr in den Playoffs. Ich war nämlich eine Zeit verletzt, kam dann wieder und habe dann im ersten Spiel gespielt und ich habe dann vom Capitano, also vom Weißi, den Helm überreicht bekommen. War sehr, sehr cool, aber das kommt bei mir jetzt auch nicht allzu oft vor. Ja. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja, guck mal, hier vorne die erste Reihe. Sehr schön. Mal fangen wir an. Genau, mal. Wer ist deiner Meinung nach der beste Spieler aus der Mannschaft? Könnte ich dir keinen nennen, aber ich würde sagen, dieses Jahr als Most Valuable Player MVP würde ich den Felix Bick auszeichnen. Also, Dankeschön. Genau. Most Valuable heißt also der wertvollste Spieler, genau, ne, für die Mannschaft. Ne, muss nicht mal der Beste sein, aber der wertvollste. Der wertvollste, ne? Genau. Esst ihr hier auch Mittagessen oder Abendessen oder Frühstück? Wir haben tatsächlich eine kleine Küchenzeile in der Kabine. Manche Jungs bringen dann auch ihr Essen mit, dass sie zum Beispiel mittags was haben oder nochmal vorm Training was. Hin und wieder auch mal zusammen, wenn irgendjemand vielleicht Geburtstag hat oder wir als Team sagen, hey, wir haben schon länger nichts mehr unternommen, lass uns mal ein Team-Event nochmal zusammenkommen, dass jeder nach dem Training da bleibt und was isst. Sonst nur nach den Spielen haben wir immer Buffet in der Kabine und wenn wir auswärts unterwegs sind, dann bekommen wir auch in der Früh noch was geliefert, was wir uns dann im Bus warm machen können. Hast du, wenn ihr jetzt trainiert auf dem Eis, hast du eine Lieblingstrainingseinheit? Oder? Lieblingsübung, genau. Lieblingsübung meinst du? Oder? Lieblingsübung, da fragst du mich was. Könnte ich dir gar keine sagen, nee. Aber vielleicht alles, Penalty schießen, weil dann kann man den anderen zugucken. Nee, ich würde sagen, alles, was irgendwie spielerisch, ob das jetzt ein kleines Spielchen ist, 5 gegen 5 nochmal oder nur in der Zone vielleicht trainieren ist, aber alles, was dem Spielerischen nahe kommt, weil ich glaube, dass das mich am ehesten weiterbringt und auch die anderen Jungs, weil wir dann nochmal unsere Taktik durchgehen können und so. Würde ich jetzt das sagen, ja. Okay, danke. Bitte. So. Einmal wieder da, ganz hinten in die letzte Reihe. Was macht der eigentlich in den Pausen? Drittelpausen oder? Ja. Drittelpause. Drittelpause. Wir haben meistens so circa 10 Minuten, wo jeder dann vielleicht nochmal kurz was essen kann, einen Snack oder einen Riegel oder eine Banane, je nachdem, auf Toilette gehen kann. Manche Jungs ziehen sich auch aus dann tatsächlich hier oben rum, also Brustschutz und Ellbogenschoner und Trikot. Die einen reden viel miteinander, die anderen sind eher auf sich alleine konzentriert, kommt ganz drauf an, auf den Spieler selber. Und dann kommt meistens unser Trainer rein, so circa 9-8 Minuten, bevor wir wieder aufs Eis müssen. Gibt nochmal eine kurze Anweisung, kurze Ansage, je nachdem, wie wir spielen, lauter oder leiser. Was auch völlig legitim ist. Und ja, und dann haben wir nochmal meistens so circa 5 Minuten. Ich zum Beispiel bin immer ab der 4-Minuten-Grenze dann draußen schon im Tunnel und warte dann da, bis die Jungs rauskommen, dass ich jeden nochmal abklatschen kann. Aber da hat auch jeder so seine eigene Routine, sein eigenes Ding, was er da am liebsten macht. Was bei mir letztens bei der Stadionführung mal aufgekommen ist, die Frage, weil man sieht ja
immer die gleichen Leute zuerst das Eis verlassen und teilweise auch schon wirklich 3-4 Minuten beim Warm-up jetzt vor den anderen. Habt ihr da eine Mindestzeit, die ihr draufbleiben solltet, bevor der Trainer oder meckert? Oder ist es wirklich euch alleine zu... Ich sag mal, wir haben die letzte Übung, die wir dann beim Warm-up machen, ist dann nochmal so ein 3-auf-2. Mhm. Also 3 Stürmer gegen 2 Verteidiger. Und da ist dann auch jeder auf dem Eis. Und danach ist so ein Schusskreis. Und da muss aber dann auch nicht jeder am Eis bleiben. Da gehen dann manche schon runter. Unter anderem ich, unser Captain, ich glaube Christian Ehrhoff, der ist auch meistens schon runter dann. Die paar Jungs schießen dann nicht mit, aber... Ja. Ist ja dann auch einfach zu viel für die Goalies, ne? Wenn du dann auf einmal mit 19 Leuten da stehst und schießt. Ne? Das sind dann ja bei mir war es immer, ich habe mich dann geärgert, wenn ich so lange warten musste, bis ich die Scheibe bekommen habe. Und da habe ich gesagt, dann gehe ich lieber gleich in die Kaffee. Nee, Spaß, aber ja, wie gesagt, ist alles Routine, weil es den Körper und den Geist am besten aufs Spiel vorbereitet. Der Gabriel hier vorne. Warum trägt der Topscorer beim Aufwärmen den goldenen Helm? Nicht oder nicht? Ich weiß gar der nicht. Der trägt den nicht. Ja. Weil der auch ganz normal Teil der Mannschaft ist und die Jungs eigentlich, wie gesagt, auch jetzt nicht so viel drauf geben, den Helm die ganze Zeit aufzuhaben. Deswegen ist der eigentlich nur bei der Spielzeit dann auf und beim Warm-up braucht es das aber nicht. Und deswegen haben die Spieler lieber ihren eigenen Helm, weil der natürlich auch besser passt und mit dem sie das ganze Jahr eigentlich fast spielen. Es ist nur dann fürs Spiel eben. Genau. Dann noch einmal hier links, rechts, zack. Die erste Reihe, den Jakob einmal und dann... Danke. Hat der Big oder der Schulte oder der Bittner, hatten die eine größere Tasche als ihr? Tatsache, ja. Die haben eine größere Tasche, weil die Schienen da natürlich reinpassen müssen und auch deren Schulterschutz deutlich, oder ist ja ein ganz Oberkörperschutz, sag ich mal, größer ist als jetzt bei mir. Deswegen haben die da eine spezielle Tasche, die ist auch meistens zum Rollen, weil es zu unhandlich wäre, das dann über die Schulter zu schmeißen. Also alle Feldspieler haben nur eine normale Tasche, die du dann über die Schulter schmeißt und die Torhüter haben aber eine zum Rollen, weil es, wie gesagt, vom Platz her nicht anders ging. Ja. Wie viele Tore habt ihr schon geschossen? Als Mannschaft? Mhm. Das ist ja schon fast eine Quizfrage hier. Das ist eine. Sollen wir mal einen Tipp testen? Also, ich weiß es nämlich auch nicht genau. Aber ich weiß, wir sind, glaube ich, bei genau 0 gelandet jetzt vom Torverhältnis. Ne? Ich glaube auch. Ich meine, es sind 168. Also, mein Tipp wäre 168. Ich guck jetzt mal auf mein Handy. Ich glaube, es sind weniger. Ich glaube, 40er Bereich. 40er Bereich? 138? Okay. Hier wurde einmal 138 geschätzt, aber ich guck jetzt mal. Ich sag 143. Ach du Liebes, jetzt will mein Handy hier auch noch aktualisieren, dann will die Frage nicht. So, 140, da 138 war schon mal sehr drauf. Warst du mit 140? Ah ja, okay, guck mal, da bist du. Also, 140 ist hier. Ja. 140er Bereich, ich weiß nicht, wer 168 gesagt hat, also der hat ja gar keine Ahnung mehr. Ja, war optimistisch auf alle Fälle. Ja. Gut. So. Habt ihr noch weitere Fragen? Weil ansonsten, na, wie gesagt... Vielleicht von den Eltern noch jemand? Genau, die Eltern dürfen natürlich auch gern noch mal. Jetzt kommen die Fachfragen. Jetzt kommen die Insider-Fragen. Ja, wir können einmal hier anfangen, genau. David, kurze Frage. Wie schmecken euch eigentlich immer die Sachen, die ihr von der Heidi auf der Auswärtsfahrt kriegt? Also ich hatte bisher noch kein schlechtes Stück Kuchen von ihr. Also bisher kann ich nur Gutes berichten. Genau. Heidi ist traditionell die Dame, die hier auch in die Geschäftsstelle immer die Kuchen reinbringt. Also sehr, sehr nette Dame, die bei mir mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Gramm zu verschulden hat. Also, dann war einmal hier. Ja. Also es ist nicht meine Frage, sondern von ihr eigentlich. Sie wollte eigentlich gerne wissen, wenn ihr nicht spielt, wo ihr gerne Urlaub macht. Also meine Freundin kommt aus den Vereinigten Staaten, weil wie du ja vorhin schon gehört hast, habe ich ja dort gespielt.
und deswegen eigentlich immer sehr gern dort, wobei es jetzt in den letzten Jahren schwierig war, wegen natürlich der ganzen Corona-Zeit. Aber das würde ich jetzt pauschal sagen. Und weil sie jetzt auch noch nicht so viel von Europa gesehen hat, gibt es ganz viele tolle Orte in Europa, zum Beispiel Italien oder auch Richtung Osteuropa, wo wir auch noch geplant haben hinzufahren. Also in die zwei Richtungen, würde ich sagen. Was ist deine Lieblingsgegend in den USA? Wo bist du da? Ja, also am meisten geprägt, würde ich sagen, hat mich natürlich Alaska. Ich habe in Anchorage gespielt. War natürlich jetzt auch nicht der nächste Weg von zu Hause. Da war ich natürlich sehr, sehr auf mich allein gestellt. Aber das war, glaube ich, meine prägendste Zeit. War auch ja, eine Zeit, wo ich sehr viele Freunde kennengelernt habe fürs Leben am College. Und ja, habe das sehr genossen, weil ich natürlich nicht nur als Spieler weitere Schritte machen konnte, sondern eben auch die persönliche Erfahrung fremd war erstmal in dem Land, mich integrieren musste und ja, dann natürlich auch schulisch irgendwo akademisch den Teil bestehen musste. Aber ich habe sehr, sehr viel gewonnen dadurch, mein Bachelor, meinen Masterabschluss gemacht und ja, irgendwie die Möglichkeit gehabt, das auch als Sprungbrett dann zu nutzen, um professionell Eishockey zu spielen. Deswegen würde ich jetzt sagen, Alaska war auf alle Fälle mit der prägendste und ja, ereignisreichste Teil meiner Karriere sozusagen. Aber eher das ist dann eher ein Erlebnisurlaub als ein Strandurlaub. Ja, steht Abenteuer im Vordergrund. Oder wenn jemand die Natur gern mag. Ja. Also. Der Jakob noch mal hier vorne. Danke. Was war deine schlimmste Verletzung? Jetzt kommen wir nochmal hier in die... Schlimmste Verletzung. Ich hatte wirklich bisher echt Glück, was Verletzungen angeht, im Vergleich zu anderen Spielern oder anderen Jungs jetzt in der Kabine sogar. Ich hatte vor 2 Jahren mal ein angerissenes Syndesmoseband. Das ist ein Band im Knöchelbereich. Das war unangenehm. Das hat so 7 Wochen gedauert, bis ich dann wieder spielen konnte. Und dann hatte ich, als ich jünger war, weil ich bin sehr, sehr schnell gewachsen, hatte ich immer mal wieder Muskelverletzungen, zum Beispiel Muskelbündelrisse oder ich hatte auch mal einen knöchernen Sehnenausriss. Beides war im Hüftbereich, einmal links, einmal rechts. Und da musste ich dann auch natürlich immer länger aussitzen, bis das dann wieder verheilt war. Aber so eine schlimme Verletzung hattest du noch nie? Also so eine schlimme Verletzung mit Operation und monatelanger Ausfallzeit hatte ich jetzt zum Glück noch nie. Und was macht ihr eigentlich, wenn ihr in die DEL aufsteigt? Hier ist ja, also fand nicht überall, aber an den meisten Stellen das DEL-2-Logo. Dann müsst ihr das ja immer wieder neu machen. Allerdings, dann müssen das die Leute aus der Geschäftsstelle überall ändern. Aber ich glaube, daran soll es nicht scheitern, falls es passiert. Weil da ist das ja auch drauf. Genau. Wir haben Glück, das Logo hat sich nicht verändert. Wir können einfach die alten Logos wieder rausholen und überall drüber kleben. So, haben wir noch Fragen? Dann, ja. Wie lange war der Mannschaftskapitän, als er gegen die Mauer gefeuert wurde im Krankenhaus? Das war nicht der Kapitän, das war, glaube ich, Josh, ne? Der Josh McDonald, der hingefallen, genau, wo der hingefallen ist. Ich glaube, er war nur noch an dem Abend zu untersuchen und dann durfte er aber zum Glück schon wieder heim. Also er war nicht nur ein paar Stunden dort. Wurde einmal durchgecheckt und dann musste er nochmal hin, weil er musste noch ein MRT, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, aber da wirst du wie in so eine Röhre reingeschoben und die Röhre dreht sich quasi und macht dann da ein Bild von deinen ganzen Sehnen und ja, deinen Muskeln und da kannst du dann Verletzungen gut sehen, die jetzt zum Beispiel bei ihm ja dann auch sichtbar wurden. So. Gut. Ja. Hast du eine Lieblings-, also so zum Beispiel für Handschuhe oder für Schienbeinschoner, eine Lieblingsmarke, also Bauer oder CCM oder so? Ja, ich muss sagen, wir haben hier Warrior. Ich bin mit Warrior eigentlich sehr zufrieden. Und am College hatten wir Bauer, war ich auch sehr zufrieden. Ich hatte auch schon CCM, das war auch sehr gut. Also ich hatte bisher eigentlich
bei jeder Marke ganz gute Erfahrungen, wobei man muss sagen, dass wir natürlich das Glück haben, dass wenn uns jetzt was nicht so gut passt, dass es da Möglichkeiten gibt, dass es dann entweder enger gemacht wird oder dass es irgendwie angepasst wird oder ja, dass man da halt so ein bisschen mit rumspielen kann, was rausgeschnitten wird vielleicht, dass es dir dann am Ende besser passt und du dann trotzdem irgendwie dich wohlfühlst damit, weil das natürlich für uns das A und O ist, dass du sagst, du gehst aufs Eis und musst dann nicht die ganze Zeit gucken, ob deine Handschuhe gescheit sitzen oder deine Ellbogenschoner oder so. Du musst du nicht immer so rum. Genau, genau, richten. Genau. Und dann, wenn natürlich irgendwas kaputt ist, wird es dann auch eben ausgetauscht oder repariert. Da haben wir schon sehr Glück mit unserem Betreuer. Und warum habt ihr bei den Trainings, also bei dem Aufwärmen vor dem Spiel, andere Trikots als beim Spiel? Gute Frage, Marc, warum haben wir? Gute Frage, Maxi, warum haben wir? Nein, also kurz erklärt kann man ja sagen, das ist so ein bisschen, ne, natürlich, wenn du in einem Trikot, auf einem Trikot, wenn das nass wird, ne, und du fängst dann an zu spielen, du musst es ja dann im Prinzip 4/3 in dem gleichen Trikot spielen. So, und um das so ein bisschen zu umgehen, damit du mit dem trockenen Trikot auf das Eis gehst, hat man eben diese Aufwärmtrikots. Ne, die nehmen wir aber nicht auswärts mit, eben weil sonst müsstest du ja 2 Trikotsätze mitnehmen. Doch, deshalb nehmen wir die. Ja, genau. Nehmen wir auswärts mit. Nee, nehmt ihr aber nicht immer, oder? Doch, immer. Ja. Echt? Ja, ja. Aber das ist neu, oder? Weil man hat mir mal gesagt... Ja. Okay, guck mal, der Pressesprecher. Ja, ich mach da mal Feierabend. Guck mal, siehst du? Also die ziehen die auch auswärts an, die Trikots? Ja. Aus dem gleichen Grund. Nein, aber tatsächlich, das ist so der Hauptgrund eigentlich. Na. Okay. Hast du zu Hause so ein Haustier? Du arbeitest ja, also nicht arbeiten, aber... bist ja im Tierheim, aber du hast kein Haustier zu Hause oder so? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber irgendwann hoffe ich, dass ich auch mal einen Hund aus dem Tierheim mitnehmen kann. Wobei jetzt ist gerade noch das Problem, ich bin ja in einer Wohnung und ich hätte dann schon gern mehr Platz für das Tier. Also vielleicht dann ein Haus oder zumindest einen Gartenanteil. Und so, sage ich mal, kann ich das irgendwie, ist das Beste aus zwei Welten, wo ich sage, den Kontakt zum Tier habe ich, aber ich kann... Oder ich habe jetzt nicht die Verantwortung, dann 24 Stunden und 7 Tage die Woche. Okay, danke. Was ist denn dein Lieblingsrasse, deine Lieblingshunderasse, die du dann haben möchtest? Nachdem ich ja selber recht groß bin, würde ich einen Hund bevorzugen, der auch größer ist. Also ich glaube, so ein Schoßhund, der wird neben mir dann schon ein bisschen lächerlich ausschauen. Aber ich könnte jetzt gar keine... No, ich glaube, der Charakter ist ja, der passen muss. Eher, wo ich jetzt, glaube ich, darauf achten würde. Oder zumindest auch die Umstände jetzt, was meine Lebensumstände betrifft, ob ich mehr Zeit habe, weniger Zeit habe, je nachdem, aber da würde ich dann eher drauf gehen, aber ja, am liebsten, sag ich mal, ein Tier, was von der Größe her irgendwie zu meiner passt. Genau, ja. Wo hast du deine Ausrüstung gekauft? gekauft habe ich sie nicht, die hat der Verein für mich gekauft, die wird mir vom Verein gestellt. Und die bekommen das direkt von Warrior geliefert, also von unserem Ausrüster. Wir müssen dann nur angeben, quasi welche Größe wir haben und welche Größe wir brauchen. Und falls es wirklich mal nicht passen sollte, kann man es dann aber auch noch ändern. Der Brustschutz ist aber, weil ich kenne jetzt zum Beispiel Weissys Brustschutz, ja. Der hat ja immer noch mal alle so ein bisschen so was Eigenes. Ist Weissys eigentlich das Kurioseste so von dem, was du siehst? Wer ist da, sag ich mal, der größte Tüftler, was so seine Kleidung angeht? Ja, Weissys Brustschutz ist, glaube ich, so alt, wie lang er mittlerweile Profi-Eishockey spielt. Also das Ding hat einige Auswärtsfahrten hinter sich, sagen wir es so, aber ja, ist schon, würde ich sagen, das Kurioseste, was wir in der Kabine haben. Einfach aufgrund des Alters und weil du es natürlich so auch nicht mehr kaufen kannst. Wobei er schwört drauf, er hat gesagt, er hat noch nie eine große Verletzung am Oberkörper erleben müssen und das mitunter der Brustschutz da verantwortlich ist. Was ich auch gern glaube, also... Kann man sich ja im Prinzip, wenn man sich das jetzt mal für euch beschreibt, ihr seht so ein bisschen, das sind ganz viele kleine Schaumstoff-Vierecke im Prinzip, die aneinander gepappt sind und dann zu so einer mehr oder weniger Weste angezogen werden. Genau. Deshalb habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Ja. Du hast noch eine Frage gehabt, ne, Gabriel? Dann einmal das Mikrofon rüber. Ich würde nämlich jetzt auch sagen, dass wir noch, du hast gerade auch noch mal, dass wir noch 3 Fragen jetzt haben, ne, weil sonst, das wird jetzt ja langsam auch stickig hier drin und dann... Die guten Fragen bringen uns ganz schön in Schützen hier. Das ist so. Gabriel.
Wie viele Gegentore sind schon gefallen? Das können wir jetzt beantworten. 140. Genau. Weil ja genau bei 0 sind, was den Gegentorschnitt angeht. Also die Tordifferenz meine ich, sorry. Da hast du ja 140 geschossen und 140 kassiert. Genau. Ja. Haben wir im gegen letzten Dresden Spiel war auch mal 130 geschossen, 130 Gegentore. Genau, das passiert manchmal. Genau. So, dann einmal noch der Richard darüber. Gab es schon mal so eine Horrorverletzung, auf wo du selber auf einem Eis standst oder halt dabei warst und du so denkst, nee, das muss ich mit mir jetzt nicht passieren? So wirklich, wo einfach, muss nicht Blut gewesen sein, aber schon sowas richtig Horrormäßiges? Gab's paar, ja. Also ich hatte selber zum Beispiel, ich habe mal einen Puck aufs Ohr bekommen, da war mein Ohr in zwei Teile gespalten. Und dann hatte ich schon mal einen Puck ins Gesicht bekommen, da war meine Lippe dann in zwei Teile gespalten und mein kompletter Gaumen eingedrückt. Das war jetzt nicht so angenehm. Und dann habe ich schon mal gesehen, wie jemand sich sein Handgelenk gebrochen hat und das war ein offener Bruch, also da war der Knochen dann sichtbar. Das war dann nicht so schön, weil wünscht man natürlich keinem, nicht dem Gegenspieler und nicht dem eigenen Mitspieler. Der Kids-Club ist übrigens für alle Altersklassen. Nein, aber natürlich ist das beim Eishockey, bleibt es manchmal leider nicht aus. Aber ich glaube, hier in Krefeld haben wir ja auch noch den Vorteil, dass wir eine sehr, sehr gute medizinische Abteilung haben. Also genau. Insofern, da wird dann schnell geholfen. Ja. So, eine Abschlussfrage. Da hinten in der letzten Reihe noch, genau, einmal. Lässt ihr eigentlich eure Trikots ins Stadion oder nehmt ihr die mit nach Hause? Die bleiben immer hier. Die werden auch hier dann gewaschen, hier aufgehängt zum Trocknen und die werden auch von unseren Betreuern dann wieder auf die Plätze verteilt, bevor wir dann hier in die Halle kommen am Spieltag oder auch bei den Auswärtsfahrten, wenn wir in die Kabine gehen, dort sind die auch dann immer aufgehängt, dass quasi jeder weiß, wo er sitzt und da müssen wir uns nicht selber drum kümmern. Ja, danke sehr. Danke, Christian, der heute die meiste Laufarbeit hatte. Das ist sehr schön. Dann auf jeden Fall danke dir, David, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, gerade natürlich alle so ein bisschen nervös, was Playoffs angeht. Deshalb freuen wir uns natürlich sehr, sehr, dass du dir heute so ein bisschen für uns dann die Zeit genommen hast, ein paar Fragen zu beantworten. Dann darf ich mich natürlich auch bei euch noch bedanken. Das waren sehr, sehr coole Fragen, die ihr gestellt habt. Also das hier vorne ganz gut, hinten, also überall sehr, sehr tolle Fragen. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns hier Daumen drücken, dann am Mittwoch spielen wir in Krimitschau. Ne? Da dürfen wir dann schon mal Daumen drücken für auswärts und dann sehen wir uns hoffentlich und natürlich auch euch zu Hause dann am Freitag hier zum Spiel 2. Ja, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken. War eine schöne Runde, glaube ich. Danke für eure Fragen. Danke auch an die Eltern fürs Vorbeibringen. ich hoffe auf eure Unterstützung natürlich, eure Lautstärke am Freitag beim Heimspiel. Und dann gehen wir das zusammen an. Yes. Gut. Danke.